Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Kakarot. Letztes Mal ein paar Nebenmissionen gemacht. Hier gibt es soweit noch eine. Und zwar von der Schildkröte. Das war Chichi, ihr Kopfboomerang oder wie man das nennen möchte. Gucken wir mal, was sie möchte. Okay, ich soll Gegenstände besorgen. Königstomate. Okay, findest den Bauern im Gebirge im Südosten. Okay, hier ist ein Red Ribbon Turm. Erstmal kämpfen. Okay, die sind mittlerweile kein Problem mehr. Bin zwei Level drüber. Die mache ich locker fertig. Ohne großartige Probleme. Level 12. Ausgelöscht. Jetzt mache ich den Turm kaputt, weil da gibt es immer mal gute Belohnungen. Die will ich haben, weil da gibt es auch manchmal Gegenstände, die wir brauchen, um die einzelnen Leute zu verbessern. Fliegen wir erstmal hier rüber. So, was möchtest du? Ich will die Königstomate haben, jawohl. Großer lebhafter Fisch, 10 Stück. Okay, der Mann hier sieht große lebhafte Fische. Und es wurde gesagt, da wo Vögel sind. Also werden die hier sein. Jawohl, 2 Stück schon. Kann ich ihm die Fische geben und dafür gibt er mir die Tomate. Und dann habe ich die Mission abgeschlossen. Okay, nochmal kurz verteidigen. Also diese kleinen Roboter sind mega nervig. Das finde ich ein bisschen nervig, dass auf der Map so viele von den Kackviechern auftauchen, die einen nerven. Ja, man kriegt dafür Belohnung, also gar nicht schlecht, aber manchmal sind es einfach zu viele. Nehmen wir noch alles mit. Und dann gebe ich die Fische ab. Königstomate halten. Dann können wir zur Schildkröte hoch. Abgeschlossen, sehr schön. Wichtige Erfahrungspunkte. Und die Schildkröte als Community-Marke. Fürs Kochen, sehr gut. Gucken wir erstmal, was Olongia machen möchte. Nebenmissionen sind unheimlich lukrativ für Gegenstände, Erfahrung und so weiter. Deswegen. Yamchu lebt. Olong hat einen Geist gesehen. Glaubt er zumindest. Ist das hier auf der Map? Ja, tatsächlich. Das ist tatsächlich. Und Tau bei ist da. Oh, Dankeschön. Ist er hier drüben? Der baggert Mädels an.
Da brauchen einfach Mädels an die ganze Zeit. Der ist gar nicht tot, der hat sich nur so gestellt. Damit er heimlich neue Weiber aufgabeln kann. So ist das also. Schon die dritte Frau innerhalb von einer Minute. Holy shit. Der kackt sich ein? Der kackt sich ein vor den Robotern? Super Masenko! Ja, dann wollen wir ihn mal nicht hängen lassen. Nicht ein Angriff! Ich hänge am Schild fest. Der ist down. Der ist down. Und der ist auch down. Der hätte mir ruhig mal helfen können, der Scheiß hier am Schuh. Stattdessen kackt er sich ein. Pool hat sich für Yamchu ausgegeben. Und Frauen angemacht. Ja, Longs war Pool. Tolles Buch für Erwachsene. Also. Das einfache Schwein. Dann gehen wir zu Bulma und fliegen nach Namek. Okay, wir müssen Steine finden, damit wir für Bulma die Materialien kriegen fürs Raumschiff. So, jetzt muss ich hier nach diesen Steinen suchen. Ist er das schon? Ja, tatsächlich. Jawohl. Alles fertig. Ein blauer Pflanzenmann! Wo ist Krillin, wenn man ihn braucht? Und dann muss der Nappa so eine invasive Spezies hier eingebracht werden, die sich immer wieder vermehrt und verbessert. Die können blau werden. Sehr gut, Bulma. Ja, Reparatur und Erkundung. Aha, Entwicklungs-Community-Anführer. Da ist das Raumschiff. Fertig zum Abflug. Auf geht's nach Namek. Ab geht's. 34 days after Bulma and the others left Earth. Da waren sie aber relativ schnell. 34 Tage. Nicht mal einen Monat haben sie gebraucht, um nach Namek zu kommen. Also ein bisschen mehr über einen Monat. Das ist krass. Oh, oh, die fiese Armee. Hey, das Raumschiff. Dafür gibt's auf die Fresse. Das soll ein Offizier sein. Oh, die lassen aber keine Chance. Krillin, los. Ich muss auch mal zum Angriff kommen. Und ich einen Angriff. Blocken aber auch alles. Fertig mit Blocken. Hallo? Der lässt mich ja nicht mehr angreifen, der Sack. In die Fresse.
Wolle wir ab für Kredin und mich. Also Bumma hat gerade gesagt, hier hat sie Automaten vorbereitet. Also erstmal ist hier ein Haus. In der Höhle, das passt perfekt rein, cool. Und dann kann man hier Essen kaufen und Essen zubereiten. Das brauche ich aber jetzt nicht, weil ich ja diese großen Gerichte haben will. Im Normalfall. So, wir sind also auf Namek angekommen. Holen wir hier in der Höhle, hat Essen vorbereitet. Zumindest einen Automaten, wo man sich dann mit Geld was kaufen muss. Ja, das war's für heute mit Kakarot. Lasst gerne ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dann, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.